Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine schöne Frau bist? Und das meine ich nicht nur äußerlich. Die Frage ist, lässt du deine innere Schönheit nach außen zum Strahlen bringen? Erlaubst du anderen Menschen, deine innere Schönheit, deine Essenz zu spüren? Und weißt du eigentlich, was Männer an Frauen schön finden? Genau das wirst du heute von mir erfahren. Hallo meine liebe Roland Demian hier, dein Coach, wenn du mit beiden Beinen im Leben stehst und du einen Partner auf Augenhöhe in dein Leben ziehen willst, um mit ihm eine dauerhafte und wundervolle Beziehung zu führen. Und jetzt bekommst du von mir 5 Dinge, die Männer an Frauen wundervoll finden. Und wie bereits gesagt, du bist schön. Aber wahrscheinlich gehörst du auch zu den vielen Frauen, die es nicht schaffen, diese innere Schönheit zum Vorschein zu bringen und dadurch nach außen zu strahlen. Und genau dabei werde ich dich jetzt unterstützen. Du darfst also gespannt sein. Darum bitte ich dich, dieses Video bis zum Ende anzusehen. Punkt Nummer 1, was Männer an Frauen wundervoll finden, ist die Balance. Und was ich damit meine, ist, dass es wichtig ist, zwischen unterschiedlichen Energien wechseln zu können. Der meistverbreitete Gedanke ist, dass Männer Frauen lieben, die zum einen brav und konservativ sind, aber auf der anderen Seite wild und ungezügelt im Bett sein können. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, das ist ja mal wieder typisch Mann. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen beim anderen Geschlecht eine gewisse Balance von zwei Seiten bevorzugen. Ich meine, du willst ja schließlich auch einen Mann, der auf der einen Seite gefühlvoll sein kann, aber auf der anderen Seite auch mal härter sein kann. Und genauso lieben Männer bei Frauen die Balance von zwei Seiten. Und dabei muss es sich nicht um Aktivitäten im Bett handeln. Männer lieben es beispielsweise, wenn sich eine Frau auf der einen Seite schön und gestylt kleiden kann, aber auf der anderen Seite auch mal lässig gekleidet rumlaufen kann und sich dabei wohlfühlt und kein Problem damit hat. Oder wenn sie sich mit Frauen über ernste Dinge unterhalten können und auf der anderen Seite eine Frau mal auch über einen doofen Männer- oder Frauenwitz lachen kann und damit keine Probleme hat. Es ist im Allgemeinen nie von Vorteil, immer nur eine Seite zu bedienen und die andere nicht. Schließlich willst du ja auch keinen Mann, der immer nur ernst ist und keinen Spaß versteht. Andererseits willst du auch keinen Mann, der immer nur der Spaßvogel ist und nicht mal ernst sein kann. Und genau diese Balance zwischen zwei Seiten finden Männer an Frauen wahnsinnig anziehend. Darum ist es für dich und für alle Menschen eigentlich wichtig, in jedem Lebensbereich diese Balance zu finden und die Fähigkeit zu entwickeln, sich mit beiden Seiten der Medaille wohlzufühlen. Punkt Nummer 2, was Männer an Frauen wundervoll finden, ist das Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen steht jedem gut. Selbstvertrauen wirkt bei Frauen, genauso wie bei Männern, wirklich anziehend. Nur leider ist es häufig so, dass viele Frauen kein wahres Selbstvertrauen haben, sondern eher ein unechtes. Sie sagen sich zwar, ich bin toll oder ich bin etwas Besonderes, aber sie glauben es nicht tief in ihrem Inneren. Sie strahlen nicht diese Energie des Selbstvertrauens aus. Und wenn es bei dir genauso ist, dann ist das kein Grund, dich zu ärgern oder enttäuscht zu sein, sondern eher herauszufinden, was dich in dir davon abhält, mehr an dich zu glauben. Nochmal, es geht hier nicht darum, dass du dich vor den Spiegel stellst und dir einredest, was für eine tolle Frau du bist, sondern dass du deinen Wert erkennst. Den Wert, den du in eine Beziehung bringst und deinen Stellenwert für einen Mann. Punkt Nummer 3, was Männer an Frauen wundervoll finden, das logische Denken. Was meine ich damit? Meiner Meinung nach haben Frauen eine bessere Verbindung zu ihren Emotionen als Männer. Das heißt, Frauen sind emotionaler als Männer. Frauen haben auch eine bessere Intuition als Männer. Und genau diese Dinge sollten Frauen niemals an sich ablehnen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig für viele Frauen, dass sie lernen bzw. die Fähigkeit entwickeln, ihre Emotionen zu managen. Weil viele Emotionen können so stark bei Frauen werden, dass die Emotionen die komplette Kontrolle übernehmen und die Frauen aus diesen Emotionen heraus schlechte Entscheidungen treffen, was Männer und Beziehungen betrifft. Wenn ein Mann eine Frau trifft, die ihr logisches Denken einsetzen kann, und alles, was ich damit meine, ist eine Frau, die emotional stabil ist, die dafür sorgen kann, dass ihre Emotionen nicht komplett die Kontrolle übernehmen, also über die Frau übernehmen und dadurch die guten Seiten der Frauen geschwächt werden. Wenn ein Mann so eine Frau trifft, dann wird er sich zu ihr hingezogen fühlen. Eine Frau, die mal einen Schritt zurück machen kann und aus Sicht ihres Verstandes eine Situation betrachten und beurteilen kann, wird immer attraktiver auf einen Mann wirken. Lass mich bitte noch einmal betonen, es geht hier nicht darum, dass du deine Intuition ignorieren sollst. Darum trenne ich hier auch Emotionen und Intuition. Deine Intuition ist deine innere Führung, deine innere Stimme. Und Intuition braucht keine Logik, um dir eine Antwort oder eine Richtung zu geben.
Darum solltest du immer auf deine Intuition hören. Wenn du dich von Emotionen und Ängsten leiten und von Situationen und Ereignissen anträgern lässt und diesen blind folgst, dann wird das für dich in Bezug auf Männer und Beziehungen Nachteile haben. Wenn du hingegen deine Emotionen und Ängste managen kannst und in gewissen schwierigen Situationen ruhig bleibst und die Dinge entspannt betrachtest, dann wird das auf Männer attraktiver und unwiderstehlicher wirken. Und genau das ist ein Punkt, den nicht viele Männer mit Frauen erleben. Und das ist auch ein Grund, warum sich dann die Männer irgendwann mal zurückziehen. Aber wenn du es schaffst, deine Emotionen zu managen, ohne sie zu unterdrücken, dann werden sich bei dir die Themen Männer und Beziehungen schlagartig zum Positiven verändern. Willst du das auch für dich erreichen? Willst du auch emotional stabiler werden, damit dir deine Emotionen und Ängste nicht mehr im Wege stehen? Willst du es auch nicht mehr dem Zufall überlassen, ob es bei dir mit einem tollen Mann und einer wunderbaren Beziehung klappt? Wenn ja, dann sollten wir auf jeden Fall per Zoom miteinander sprechen. In einem absolut kostenfreien Erstgespräch schauen wir, ob mein Coaching-Programm zu deiner Situation passt. Du willst emotional stabiler werden? Dann mach jetzt Folgendes. Klicke auf den Link unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung oder auf diesen Banner hier oben. Fülle den darauffolgenden Fragebogen aus und ich melde mich danach bei dir per E-Mail zur Terminvereinbarung. Ich freue mich auf dich. Punkt Nummer 4, was Männer an Frauen wundervoll finden, Lächeln und eine positive Energie. Und vielleicht kannst du das mit dem Lächeln schon gar nicht mehr hören. Das hast du schon 1000 Mal gehört und ich habe es auch schon in x YouTube-Videos gesagt. Aber trotzdem, so banal es auch klingt, ein Lächeln kann deine innere Schönheit zum Vorschein bringen. Und es gibt auch Studien dazu, dass Frauen, die lächeln, attraktiver auf Männer wirken. Das bedeutet jetzt nicht, dass du die ganze Zeit grinsend durch die Gegend laufen sollst. Aber probier es doch einfach mal aus. Lächle mal einen Mann an, mal schauen, was zurückkommt. Und das spielt auch keine Rolle, was zurückkommt. Oder wenn du ein Online-Dating-Profil hast, dann bau doch einfach mal oder stell ein Foto ein, auf dem du lächelst und schau mal, wie sich das auswirkt. Du kannst eigentlich nur gewinnen, es gibt nichts zu verlieren. Ganz wichtig, es geht hier nicht um ein gespieltes Lächeln, sondern um ein wahres Lächeln, das aus einer positiven Energie kommt. Und genau dazu fühlen sich Männer hingezogen. Aber das ist nur der positive Nebeneffekt. In erster Linie geht es hier um dich. Diese positive Energie und das Lächeln verbessern deine Lebensqualität auf einer physischen, emotionalen und spirituellen Ebene. Darum ist es wichtig, alles zu beseitigen, was eine negative Energie in dir verursacht. Angefangen von Menschen, Fernsehen, Musik, Social Media, schlechtem Essen, wenig Schlaf und so weiter. Lächeln wird ganz einfach, wenn du es schaffst, in dir eine positive, glückliche und ruhige Energie zu erzeugen. Und wenn du das schaffst, dann wird sich die Qualität deines Lebens und deines Liebeslebens extrem verbessern. Punkt Nummer 5, was Männer an Frauen wundervoll finden, ist die feminine Energie. Und mir ist klar, dass wir uns wahrscheinlich stundenlang über dieses Thema unterhalten könnten, aber es ist sehr wichtig, dass du den Kontakt zu deiner femininen Energie findest. Mir ist ebenfalls klar, dass viele alleinstehende Frauen privat und beruflich ihren Mann stehen müssen. Und das ist auch okay. Es ist wichtig, für dich als Frau zwischen der männlichen und weiblichen Energie hin und her switchen zu können. Denn wenn du nur in der männlichen Energie bist, dann wirst du meist Männer in dein Leben ziehen, deren weibliche Energie sehr hoch ist, beziehungsweise werden sich die maskulinen Männer von dir entfernen. Deine Weiblichkeit ist die Energie mit der höchsten und stärksten Anziehung. Und nichts wirkt attraktiver auf einen Mann als diese weibliche Energie. Darum nutze sie für dich. Wenn du dir einen wertvollen Mann an deiner Seite wünschst, mit dem du eine dauerhafte und glückliche Beziehung führen kannst, dann melde dich jetzt für das Erstgespräch an. Hinterlasse mir auch gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und sage alles Liebe, dein Roland.